Können Sie mal einen Hustenbonbon nehmen? Langsam nervt's. Das hilft mir nicht. Ich habe Mukoviszidose. So wie der 14-jährigen Lena geht es rund 8000 Menschen in Deutschland, die an Mukoviszidose leiden. Einer tückischen, kaum auszusprechenden Krankheit, die den Betroffenen regelrecht den Atem raubt und noch vor rund 20 Jahren, oft bereits im Kindesalter, zum Erstickungstod führte. Heute hat sich die Lebenserwartung der Betroffenen verdoppelt. Denn unermüdlich forschen Wissenschaftler wie Wolf-Michael Weber von der Universität Münster daran, den Weg für neue Medikamente und Therapien zu ebnen. Es gibt viele Konzepte, wie man den Patienten das Leiden lindern kann. Allerdings kann man Mukoviszidose noch nicht heilen. Das heißt, die Krankheit ist nach wie vor tödlich. Und wir in meiner Arbeitsgruppe arbeiten daran, neue innovative Therapien zu erforschen, von denen wir dann hoffen, dass sie auch irgendwann mal in die Klinik kommen und den Patienten helfen werden. Um den Defekten in den Atemsystemen auf die Spur zu kommen, stoßen die Forscher in speziellen Sicherheitslabors bis auf die molekulare Ebene der Zellen vor. Genau hier nämlich läuft in zelleigenen Transportsystemen einiges schief. Denn die für den Wasseraustausch zuständigen Proteine funktionieren entweder gar nicht oder sind außer Rand und Band geraten. Beides führt dazu, dass sich bei Patienten ein zäher Schleim bildet, der Lunge und andere Organe verklebt. Darum wollen die Forscher zum einen die defekten Proteine in den Zellen reparieren und die außer Rand und Band geratenen Kanäle bändigen. Helfen sollen hierbei diese Frösche, genauer gesagt deren Eier, die sogenannten Oozyten. Wir haben sonst immer einen Zellverband, also wie meinetwegen die Haut oder Schleimhautzellen, alles Mögliche, sind immer viele Zellen. Und die Oozyten sind eben eine einzelne Zelle und diese einzelne Zelle ist relativ groß, für uns sichtbar. Und aus dem Grund kann man die ganz gut verwenden, um einzelne Proteine darin zu untersuchen, die man vorher in Form einer Nukleinsäure da reingespritzt hat. Und dementsprechend nutzen wir dieses System, um die Kanäle so zu untersuchen. Nach drei Operationen gehen die Frösche übrigens dann in den Ruhestand an einem Teich. Den haben sie sich auch verdient, denn immerhin tragen sie zu den Erfolgen der Wissenschaftler bei, die nicht nur in Münster, sondern auch weltweit zusammenarbeiten. Wir haben die erste Methode, halt die Unschädlichmachung dieses hyperaktiven Kanals. Diese Methode ist so weit entwickelt, dass sie nun in eine klinische Erprobung gehen könnte. Allerdings fehlen hier die Mittel, weil diese klinische Erprobung grob geschätzt würde 2 Millionen Euro kosten. Und das überschreitet unseren Etat um das Hundertfache. 2 Millionen Euro hört sich für die Pharmaindustrie nicht besonders viel an. Allerdings ist Mukoviszidose eine sehr seltene Krankheit. Zum einen ist das gut, zum anderen aber kann die Pharmaindustrie mit entsprechenden Medikamenten kaum Geld verdienen. Zum Glück aber helfen da Menschen wie zuletzt die Teilnehmer der Muko Live Tour. Die nämlich hatten Friedhelm Kegelmann von Muko Live und Biketown Rose in Bocholt für eine Radtour durch den Kreis Borken zusammengetrommelt. Mit Erfolg. Alle 200 Plätze waren sehr schnell restlos ausgebucht. Und der Erlös kann sich auch sehen lassen. 42.500 Euro. Von denen gehen 10.000 Euro an die Forschung von Wolf-Michael Weber und der Rest an seine Kollegen von der Medizinischen Hochschule Hannover, die ebenfalls an der Forschung arbeiten. Bei 2 Millionen Euro aber scheint das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Durch kleine Tropfen entstehen Bäche und aus Bäche entstehen Seen. Und wie wir gerade von Herrn Professor Weber gehört haben, ist man auf einem guten Weg, aus diesen Tröpfchen eine große Sache zu machen. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass es uns auch eines Tages gelingt, dieses Vorhaben von Herrn Weber irgendwie am Patienten durchführen zu können. Und wir werden unser Möglichstes tun, dass wir hier auch Hilfestellung weitergeben können, um die Sache auch gerecht werden zu können gegenüber dem Patienten. Rund 1,5 Millionen Euro sammelte der Verein bislang für die Mukoviszidose-Forschung, damit Menschen wie Lena nicht alleine gegen den schleichenden Erstickungstod kämpfen und ein unbeschwertes und langes Leben führen können.